Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen kleinen kurzen Video. Ich habe mir gedacht, falls man nicht weiß, wie man neue Stehbolzen in einen Zylinder einsetzt. Ich habe nämlich hier gerade einen neuen Zylinder montiert und hier fehlen die Stehbolzen. Dann zeige ich folgenden Trick, wie man die reindreht. Ich habe hier zwei neue Stehbolzen gekauft. Die kann man ja zunächst mit der Hand reindrehen. Ja, die haben wir hier zwei unterschiedlich lange Seiten und ich drehe jetzt hier die kurze Seite in den Zylinder rein. Ja, auf beiden Seiten kann man das dann hier so erstmal mit der Hand reindrehen. Und irgendwann geht es ja nicht mehr weiter und man denkt sich, ja, das könnte ja reichen, aber man will ja nicht, dass nachher, wenn der Auspuff montiert wird, sich das durch die ganzen Vibrationen löst und dass das alles dann irgendwie rauswackelt. Dementsprechend kann man also das Ganze mit Schraubensicherung sichern. Ich habe hier Loctite, also eine Schraubensicherung, eine Marke. Man kann aber auch eine andere Marke verwenden, das ist völlig Banane. Also hier so ein bisschen was aufs Gewinde rauf. Das Ganze dann reindrehen, so wie eben. Das wird sich dann später verbinden, die beiden Metalle. Und so kann der Stehbolzen eigentlich nicht mehr rausfallen. Man kann ihn natürlich immer noch wieder rauslösen, wenn man es will. Aber so von ganz alleine fliegt er nicht raus. Das gleiche auch mit dem zweiten Stehbolzen. Schraubensicherung drauf, reindrehen, handfest andrehen. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal richtig festmachen will, dann kommt jetzt der eigentliche Trick. Man nimmt zwei Muttern, die hier raufpassen. Wahrscheinlich ist das dann einfach bei deinem Auspuff natürlich dran gewesen. Dann nimmst du halt die beiden Muttern, die drehst du so gegeneinander. In diesem Fall ist es eine 10er. Dann kann man hier mit dem Schraubenschlüssel, mit dem 10er Schlüssel, die untere Mutter festhalten und mit der Knarre die andere Mutter dagegen ziehen, dass sie so richtig fest miteinander verbunden sind. Und dann kann man hier den Stehbolzen nochmal richtig fest reindrehen, dass er sich nicht mehr weiter lösen kann. Und dann kannst du in umgekehrter Reihenfolge die Schraube hier wieder fixieren, die Mutter. Und dann kannst du das wieder lösen. Und dann kannst du es wieder runterdrehen. Und das ist eigentlich schon der ganze Trick. Also, alles easy. Ja, das war's auch schon. Das gleiche natürlich mit dem anderen Stehbolzen machen. Ordentlich reindrehen. Nicht übertreiben, dass das Ganze nachher reißt oder das Gewinde irgendwie kaputt geht und das alles überdreht ist. Und dann sind die Dinger sicher drin. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Und ich freue mich schon, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu können. Bis dahin und ciao.